Ich möchte ihn ganz, ganz herzlich hier begrüßen. Es ist toll, dass wir Sie gewinnen konnten und vor allem auch mit so, so aktuellen Daten. Die sind ja noch so druckfrisch. Ich glaube, nur ein paar Tage alt. Also, Herr Professor Dr. Wolfgang Schröer wird über die Corona-Studie 3 sprechen heute und deren Ergebnisse. Er ist von der Universität Hildesheim und dort auch der, wenn ich es richtig weiß, Direktor des Instituts. Für, helfen Sie mir, Herr Schröer, ich glaube, es Sozial- und Organisationspädagogik. Sozial- und Organisationspädagogik. Es ist toll, dass wir Sie haben gewinnen können. Das Wort gehört Ihnen. Und für alle, die Fragen stellen möchten, benutzen Sie sofort den Chat. Und wenn Herr Schröer durch ist, versuche ich dann, die Fragen an ihn weiterzugeben. Ja, guten Morgen oder guten Mittag, fast schon von meiner Seite. Ich freue mich auch, dass ich dabei sein kann und sehe das auch ein wenig im Auftrag. Dabei zu sein, weil wir unsere Jugend- und Corona-Studien von Anfang an begriffen haben als Studien, in denen junge Menschen sich Gehör verschaffen können. Und ich bringe praktisch die Stimme der jungen Menschen über diese Studien hier herein. Und von daher bin ich immer sehr dankbar, wenn wir ein paar Ergebnisse, die wir ja in diesem Winter nochmal mit der Jugend- und Corona-3-Studie erhoben haben, hier in diese Runde zur Diskussion bringen kann, weil das ist ja das, was wir auch mit der Studie erreichen können und wollten. Aber vielleicht noch ein Wort zu Herrn Schattmann. Ich finde das sehr gut und auch hochgradig zu unterstützen, dass wir jetzt die privaten Initiativen, die in dieser Krise passieren, die wir gerade noch mal dazu haben in der Ukraine, auch in der Jugendhilfe reflektieren und aufnehmen, weil es gibt viele private Initiativen, von denen ich auch weiß, wo Einrichtungen der Erziehungshilfe, würden wir sagen, etc. in der Ukraine evakuiert werden und andere. Und wir sind als Jugendhilfe gefordert, dort Rahmungen zu schaffen und diese privaten Initiativen auch zu unterstützen, aber dann auch die Nachhaltigkeit zu sichern, denn die jungen Menschen, die da zu uns kommen und die begleitet werden wollen, brauchen eine gute und starke Kinder- und Jugendhilfe, die wir ja haben. Ich darf noch mal kurz meine Präsentation, hoffentlich geht das, hochladen, denn ich habe noch ein paar Daten mitgebracht. Das Ja, müsste. drücken Sie gerne auf Bildschirm teilen. Ich bin dabei und das müsste doch schon da sein, ne? Genau, wir sehen jetzt die Vorhaben. Wunderbar. Die Ergebnisse, die ich vorstelle, können Sie Open Access auch herunterladen über einen Link, den wir hier verteilen können und so, dass Sie auch alles nochmal nachlesen können. Wir haben die ersten Ergebnisse überschrieben mit verpasst, verschoben, verunsichert. Junge Menschen gestalten ihre Jugend in der Pandemie. Dazu möchte ich gleich nochmal was sagen, warum dieser Titel in dieser Form, insbesondere der Jugenduntertitel, denn wir sollen ja nicht so tun, als wenn die jungen Menschen keine Jugend hätten, gehabt haben. Die Frage ist nur, wie und unter welchen Bedingungen und was ist gemeint, wenn von verpasst gesprochen wird. Aber ich möchte erst ein anderes für uns wichtiges Hauptergebnis der drei JUKO-Studien, die wir gemacht haben, sagen. Und das ist uns ganz wichtig und das sehen wir an unterschiedlichen Stellen. Das Handeln der Kinder- und Jugendhilfe macht einen Unterschied. Es macht einen Unterschied, so die jungen Menschen, ob vor Ort Angebote da waren, ob sie kontinuierlich und verlässlich da waren. Wir können zeigen, dass junge Menschen, die Beratung, Begleitung, die sich auf eine Infrastruktur verlassen konnten, weniger Zukunftsängste haben, weniger verunsichert sind. Mir ist das ganz wichtig, weil ich komme aus vielen Diskussionen über viele Jahre, die ich früher schon erlebt habe, wo immer gesagt wurde, ja, was bedeutet eigentlich Kinder- und Jugendhilfe? Was macht das eigentlich vor Ort und so weiter? Bringt das einfach was? Würde eigentlich jemand was merken, wenn es gar nicht da ist? So bitter wie es ist, wir haben an einigen Orten jetzt auch das Realexperiment gehabt und junge Menschen merken, wo die verlässlichen Strukturen nicht da sind. Und das wird ganz deutlich und das ist für mich ein ganz zentrales Ergebnis der Studien. Das ist
Grund, ich werde gleich nochmal in ein, zwei Punkten das zeigen, das ist grundlegend. Es macht einen Unterschied lokal, ob es eine starke Kinder- und Jugendhilfe gibt, ob es eine starke Infrastruktur gibt, ob es eine starke Infrastruktur gibt von niedrigschwelligen Angeboten oder nicht, ob es Begleitungen gibt in den Übergängen oder nicht. Das kann man deutlich erkennen. Das Zweite ist zwei Dinge, die uns als Hauptheadlines aus der letzten Studie deutlich werden. Aufholen, ja, all das, was auch eingangs gesagt wurde, es wurde ja gesagt, Lernstandsmessungen, um dann wiederum aufzuholen etc. Was jetzt viel deutlicher wird, ist, junge Menschen haben sehr viel gelernt und sehr viel geleistet in den letzten 2 Jahren. Und in vielen dieser Rhetoriken werden diese Leistungen nicht anerkannt. Das melden die jungen Menschen auch zurück. Schule, aber auch Formen der Jugendarbeit und andere hätten so nicht funktionieren können, wenn nicht die Jugendlichen und Kinder das so gut mitgestaltet hätten. Eine digitale Schule wurde nicht nur von den Lehrkräften gemacht, sondern gerade auch von den Kindern und Jugendlichen alltäglich in vielen Settings, in vielen häuslichen Settings, in denen sie das gemacht haben. Und junge Menschen haben uns deutlich sehr unterschiedlich zurückgemeldet, unter welchen Bedingungen das in häuslichen Konstruktionen oder in anderen stattgefunden hat. Und diese Erfahrungen, Leistungen der jungen Menschen der letzten 2 Jahre, die kennen wir zu großen Teilen noch gar nicht. Wie sie da rausgehen, was sie machen, das ist das Zentrale, daran jetzt anzuknüpfen und dieses auch zu zeigen, welche Kompetenzen sie gelernt haben in diesem Umgang, auch mit der Krise, welche Räume sie neu erschlossen haben und nicht den Blick zu machen wie eine Messung, die sagt, und da ist jetzt das Defizit oder das, sondern genau daran müssen wir anknüpfen. Und gleichzeitig gilt es, die Problemlagen und Zukunftsängste nicht zu übergehen. Wir haben eine entscheidende Gruppe von jungen Menschen, die selber sagt, das gleich auch nochmal an Zahlen, dass sie psychische Belastungen haben, dass sie Zukunftsängste haben weiterhin, dass diese Gruppe, dass sich das auch manifestiert und dass sie auch Beratung suchen und nachfragen und sie noch nicht haben. Und das ist keine kleine Gruppe und da sollten wir genau hingucken. Ich habe ein kleines, etwas längeres Zitat mitgebracht. Das verweist nochmal darauf, auch bei JUKO 3 war es so, wir haben ja gesagt, JUKO-Studien sind ja keine repräsentativen Studien, sondern auch eine Möglichkeit für junge Menschen, etwas mitzuteilen. Darum war es auch immer wichtig, ein Freitextfeld zu haben. Wir waren überrascht, wie viele hunderte von Seiten wir haben in den Freitextfeldern, wo junge Menschen uns das mitteilen, auch wieder aus dem Dezember diesen Jahres. Und ich habe hier mitgebracht einen Teil dieses Zitats rot gemacht, weil das nochmal wichtig ist, worüber sich viele beklagt haben, dass gesagt wird, und dann nach den Öffnungen wird von vielen einfach da weitergemacht wie bisher. Und da sagen die jungen Menschen, ey, das kann doch nicht sein. Wir können doch jetzt nicht einfach so weitermachen wie bisher, sondern lasst uns doch anfangen. Und wir haben uns auch häufig gefragt, warum in den Schulen nicht angefangen wurde nach der Öffnung, erstmal mit einer Projektwoche, mit den jungen Menschen ausgewertet wurde, was ist, wie man wieder anfangen will, wie man es machen will. Nein, häufig wurde einfach so getan, wie wir fangen wieder da an, wo es war. Vielleicht noch einen kurzen Rückblick auf die unterschiedlichen Studien, die wir gemacht haben. JUKO 1 haben wir durchgeführt, gleich am Anfang im ersten Lockdown, ganz früh im Frühjahr 2020. Dabei ging es darum, wirklich eine Plattform zu schaffen, da Jugendliche aus dem öffentlichen Leben nahezu verschwunden waren. Die mediale Berichterstattung damals höchst negativ über Jugendliche waren. Allenfalls wurden sie als Schülerinnen wahrgenommen. Und wir, wenn wir auch in die Öffentlichkeit gegangen sind, uns noch rechtfertigen mussten in Interviews immer wieder, wurde uns gesagt, was bringt ihr jetzt die Situation der jungen Menschen in den Mittelpunkt? Ich erinnere mich noch gut an ein Fernsehinterview. Was bringt ihr die im Mittelpunkt? Das ist doch zynisch den älteren Menschen gegenüber etc., dass ihr auf die jungen Menschen verweist. Die jungen Menschen haben damals schon sich nie in Konkurrenz gesetzt zu den älteren Menschen. Junge Menschen haben da sehr viel unterstützt. Diese Konkurrenz ist damals aufgebaut worden, vor allen Dingen medial und in den Diskussionen, aber nicht von den jungen Menschen selbst.
In JUCO 2, das war dann im Winter 2020, wurde deutlich, dass, und da haben die jungen Menschen auch zurückgemeldet, dass Corona keine kurzfristige Phase ist. In JUCO 1 haben viele noch gesagt, oh, jetzt diese Zeit stehen wir durch und dann gucken wir, was da kommt. Aber bei JUCO 2 kann man sagen, es ist strukturell angekommen. Und strukturell wurde auch noch mal deutlich, was die jungen Menschen gesagt haben hinsichtlich Beteiligung, dass in der ersten Studie haben sie immer gesagt, ja, das ist ganz verständlich, jetzt müssen kurze, schnelle Entscheidungen gemacht werden, da kann man uns nicht beteiligen sofort und so weiter. Bei JUCO 2 wurde es aber deutlicher, dass strukturell auch Beteiligungsformen ausgesetzt wurden über eine lange Zeit, die vorher da waren und junge Menschen sich gefragt haben, bei vielen Dingen, auch wie der Alltag gestaltet wird, was man jetzt tut, warum man sie da nicht stärker beteiligt hat und sie reingeholt hat, sondern vieles über sie hinweggegangen ist. Erst mit JUCO 2 und Studien in diesem Kontext konnten wir zum Beispiel mit erreichen, dass Schülerinnenvertretungen auch auf politischer Ebene mehr gehört wurden. Wir müssen ja sehen, dass in dem Verlauf von Corona am Anfang nur die Lehrerinnen gefragt wurden. Dann wurden Lehrerinnen und Elternverbände gefragt. Wir haben das mal ein bisschen beobachtet. Dann wurden auch die Sozialpädagogen gefragt und ganz zum Schluss die Schülerinnenvertretungen und die dort mit einbezogen und andere Selbstvertretungsgruppen erst ganz spät in diesem Kontext. Das war so die Hierarchie, die dann kam und junge Menschen haben darauf immer wieder hingewiesen. Wir haben jetzt bei JUCO 3, ich habe Ihnen mal mitgebracht, wen wir erreicht haben. Da sehen wir, dass wir zunehmend auch Ältere erreichen in diesen Studien. Das ist wichtig, dass uns auch vor allen Dingen diejenigen, es ist nicht nur eine Schülerinnenstudie. Wir haben uns gewundert, dass wir einen so hohen Teil von Menschen im Freiwilligendienst haben. Das liegt daran, dass wir aber auch viele angesprochen haben, die gerade in Übergängen sind. Das zeichnet sich aber auch ab, dass bei solchen Studien sich insbesondere erstens junge Frauen engagieren und zweitens junge Menschen, die in Übergangssituationen sind, weil für die ist das auch noch mal eine ganz andere Herausforderung. Das ist auch mit ein Ergebnis, die kommen gut klar, die auch gute begleitete Strukturen haben, die aber bei denen sich viel in Wandlung ist, viel unsicher ist und so weiter, sind die Problemlagen größer. Nun, was will ich mit dieser Folie sagen? Einige sagen ja, es gibt ja auch diesen schönen Werbefilm, ich will die Firma nicht sagen, die ja so etwas romantisch, theatralisch da mit Werbung gemacht hat, einer großen Kette. Man hat die Jugend verpasst und so weiter. Aber man kann nicht einfach sagen, Jugend verpasst, sondern wenn gesagt wird, Jugend verpasst, ist das ja ein ganz spezifisches Bild von Jugend. Denn Jugendliche haben nicht die Jugend verpasst, denn das, was wir ja auch im Kinder- und Jugendbericht im 15. zur Jugend geschrieben haben, Jugendliche wurden weiter mit den Kernherausforderungen konfrontiert. Die Jugend ist nicht verpasst worden, vielleicht ein bestimmtes romantisches Bild von Jugend. Jugendliche mussten sich weiter qualifizieren. Jugendliche mussten sich weiter verselbstständigen in diesen Kontexten. Jugendlichen mussten sich auch weiter selbst positionieren und sind mit den Selbstpositionierungsherausforderungen in den letzten 2 Jahren konfrontiert worden. Nur unter vollkommen anderen Bedingungen, nur unter anderen Raummöglichkeiten, nur unter anderen Ressourcenmöglichkeiten, nur in anderen Konstellationen. Man kann nicht einfach sagen, Jugend verpasst, sondern man kann sagen, Jugend gestaltet, aber mit vollkommen anderen Bedingungen als das, worauf sie vorbereitet wurden, was man ihnen allgemein erzählt, was Jugend sei, das, welche Räume sie haben. Und das ist zentral in diesem Kontext, das zu betrachten. Wir haben auch gefragt, ich habe das Gefühl, meine Jugend zu verpassen oder irgendwas schon verpasst zu haben. Sie sehen hier, 59,3% der Antwortenden haben gesagt, ja. Das ist aber nicht, dass sie keine Jugend gehabt haben, sondern ein bestimmtes Bild, bestimmte Ressourcen, bestimmte Möglichkeiten nicht gehabt haben. Welche Möglichkeiten sie nicht gehabt haben, dazu sage ich gleich nochmal was. Aber es ist von dieser Gruppe eine große Zahl, die dieses in dieser Form sagt und dieses mit aufnimmt, diese Perspektive, die ja vielfach auch medial diskutiert wurde. Was steckt noch ein wenig mehr dahinter?
Wir haben gefragt, wie ist das im Zeitverlauf gewesen? Was war eigentlich so, welche Zeit war für dich am schwersten beziehungsweise am leichtesten? Und da sehen wir ganz deutlich, das ist auch nochmal eine wichtige Rückmeldung an Politik und an andere, die Schulen zu öffnen und die Kinder- und Jugendarbeit, und ich würde nicht nur sagen die Schulen, sondern die Infrastruktur zu öffnen, bildet sich signifikant hier wieder ab. Das heißt, die schwerste Zeit war für die jungen Menschen dann, als es geschlossen war. Dann, das gilt nicht ganz durchgängig. Wir haben eine Gruppe von jungen Menschen, das möchte ich auch gleich dazu sagen, die diese Zeit als sehr positiv erfunden haben, weil sie dadurch aus Stress und aus anderen Dingen rauskamen und gesagt haben, ich hatte meine ruhige Zeit, ich hatte meine Auszeit. Das ist aber ganz spezifische Situation. Wenn man den Durchschnitt sieht, ist es so, dass wir diese Perspektive haben, wann, je mehr Lockdown, desto schwieriger war die Zeit für die Jugendlichen, was ganz klar ist, das Öffnen und Offenhalten von Schulen und anderen wird sehr honoriert und wir sehen, können das in vielen Formen sehen in diesen Kontexten, wenn wir nach diesen Dingen gefragt haben. Dann ist uns wichtig, haben wir dann gefragt, ich habe das Gefühl, meine Jugend verpasst zu haben. Wer hat das wie geantwortet? Und mit der Frage kombiniert, ich kann meinen Hobbys wie gewohnt nachgehen. Und da sehen wir, dass dieser Punkt, nein, fehlt mir, diese mittlere Säule, also die haben die höchsten Werte da, die ihren Hobbys und ihren Freizeitmöglichkeiten in diesem Kontext nicht so gut nachgehen können. Also viele verbinden mit dem Ding, Jugend verpasst zu haben, den Zusammenhang, dass sie ihre Freizeitmöglichkeiten wie Hobbys und Ähnliches nicht nachgehen konnten. Dass sie in ihrem Sozialleben das, was Jugend ja ausmacht, das ist ja nicht nur Spaß und Freizeit nebenher, sondern das ist Jugend, Räume zu haben, andere Beziehungen zu finden, andere Formen der Selbstpositionierung auszuprobieren, sich anders zu verselbstständigen, auch mal die Gruppe zu wechseln. Auch die Idee von festen Beziehungen ist für Jugend so etwas wie, wenn man gesagt hat, wir bilden Bubbles von Jugendgruppen. Jugend ist die Phase, wo ich gerade auch meine Gruppe immer mal wechsle. Da ist das die Corona-Idee, möglichst feste Strukturen zu haben, wo nur sich die gleichen immer treffen, nicht unbedingt eine Jugendidee. Und das sind alles so Dinge, die sich hier daran brechen. Und Sie können da sehen, das wird sehr stark mit der Frage verbunden, meine Jugend verpasst zu haben. Und das Zweite ist, wir haben gefragt, Sorgen und Zukunftsangst. Wer ist das? Und wir können deutlich sehen, einmal haben Sie hier links psychisch besonders belastet und Zukunftsangst. In diesen beiden, dass diejenigen, die finanziell größere Sorgen haben, größere Zukunftsängste haben und psychisch höhere Belastungen. Wir haben also das, was am Anfang Herr Büchs auch gesagt hat, dass wir die Gruppen sich stärker in diesen Kontexten Sorgen und Zukunftsangst positionieren, die in prekären Verhältnissen leben. Und das ist ganz zentral, dass das ressourcenabhängig ist. Ich gehe noch mal einen Schritt weiter. Auch da können wir die Korrelation sehr schön sehen mit Sorgen und Zukunftsängsten. Insbesondere rechts finde ich das für die Jugendarbeit und für andere Kontexte wichtig. Also wir sehen, dass die Belastungen höher sind bei denjenigen, die gleichzeitig angeben, mir fehlen die Orte, auch mal abhängen zu können. Mir fehlen die Orte in diesem Kontext, wo ich einfach mal hingehen kann, wo ich eben in dieser Form anders leben kann. Wir haben das noch, dazu muss man sagen, wir haben auch gefragt, wie sind die häuslichen Situationen? Und wir haben eine große, es geht nicht durch die Bank weg. Viele junge Menschen haben zu Hause Räume, haben viel Platz. Aber wir haben einen großen Teil von jungen Menschen auch, für die ist die häusliche Situation und das viele häusliche, was jetzt war, höchst hochgradig belastend, weil sie da gar nicht den Platz haben, weil sie da eine sehr schwierige Atmosphäre haben. Darum die Angebote, Räume zu haben, abzuhängen, wo man anders gestalten kann, als junger Mensch leben kann, korrelieren wiederum stark mit Zukunftsangst und Sorgen in der Perspektive. Und das Gleiche gilt auch wieder für die Hobbys. In dem Kontext haben wir ein ähnliches Bild. Und wir können auch sagen, auch wenn die jungen Menschen ja stärker jetzt auch im Fokus der politischen Aufmerksamkeit stehen, ist die Grundtendenz in den Antworten
ob junge Menschen stark gehört werden oder können politische Entscheidungen, also die grüne Säule ist, junge Menschen können politische Entscheidungen beeinflussen, das ist etwas klein, und die blaue ist, junge Menschen werden jetzt mehr gehört als zu Beginn der Pandemie. Da sehen Sie, dass Stimme eher zu mehr gehört als zu Beginn der Pandemie. Es bildet sich leicht etwas ab, aber junge Menschen fühlen immer noch nicht oder sehen nicht, dass sie strukturell beteiligt werden oder gehört werden in dieser Form, sondern dass die Maßnahmen und die Strukturen weitestgehend ohne sie geplant werden. Vielleicht noch eine Folie in den Kontext zu Zahlen. Jetzt kann man sagen, okay, das sind nicht so hohe Werte, aber wir haben eben junge Menschen, die auch ganz klar sagen, ich brauche mehr als das, was ich jetzt habe. Ich brauche mehr professionelle Hilfe und Beratung. Und das finde ich, 1400 Leute, die das sagen, von 6000 ist nicht wenig. Fehlender emotionaler Support innerhalb der Familie ist auch eine Zahl, die ich hoch finde. Vertrauenspersonen, um über Sorgen und Probleme zu reden. Sie können das durchgehen in diesen Kontexten. Das sind Zahlen, die durchaus uns Hinweise geben sollten, dass wir dort mehr suchen und niedrigschwellige Angebote machen sollten. Hoppla. Ich habe nochmal hier für diesen Teil, muss ja ein bisschen auf die Uhr gucken, nochmal ein typisches Zitat mitgebracht, wo das nochmal zusammengepackt wird, auch die Fragen von Aufstiegschancen nicht nutzen zu können. Das hat nochmal was mit der Zukunftsplanung zu tun, die uns da immer wieder diskutiert wird. Ich komme so langsam zum Schluss. Wir haben jetzt fast 2 Jahre Pandemie. Jugend hat stattgefunden in der Pandemie, nur mit anderen Unsicherheiten und in anderen Bedingungen. Und das müssen wir uns genauer angucken. Wir sehen, dass gerade junge Menschen in Armuts- und Risikolagen insbesondere weniger Ressourcen hatten, dieses zu tun. Und junge Menschen, die weniger Kinder- und Jugendhilfe hatten, die weniger Strukturen hatten, diejenigen, die wirklich gute Begleitung halten, melden uns was anderes zurück, auch in den Gruppendiskussionen. Also, Jugend verpasst, Fragezeichen, muss man fragen, welche Jugend verpasst und welche Jugend hat man erfahren? Wir müssen raus aus dem Diskurs, nur zu sagen, oh, die haben ihre Jugend verpasst, sondern wir müssen rein in die Diskussion, wie habt ihr diese Jugend erfahren, welche Ressourcen habt ihr, welche Kontexte, wo braucht ihr was in diesem Rahmen? Und da sehen wir, dass junge Menschen, die sich in relativ stabilen institutionellen Gefügen befinden, die über gute Ressourcen verfügen, eher an, dass sie mit der Situation besser zurechtgekommen sind. Aber auch hier müssen wir differenziert gucken und darum ist es wichtig, jetzt nicht die Programme zu machen und dann mit den jungen Menschen ins Gespräch zu gehen, sondern gleich am Anfang mit ihnen niedrigschwellig ins Gespräch zu gehen, um dieses zu tun und mit ihnen die Dinge zu begleiten und zu gestalten. Kommen wir mal abschließend, auch wenn wir uns das angucken, auf diese 3 Kernherausforderungen, die wir nicht gegeneinander ausspielen sollten. Es ist manchmal so die Debatte, oh, die werden nur als Schülerinnen gesehen, darum jetzt nur auf Jugendarbeit zu gucken und so weiter. Das macht gar keinen Sinn. Wenn wir auf Qualifizierung als Kernherausforderung gucken, sehen wir, dass junge Menschen fundamental neue Bildungswelten erlebt haben, die anders gestaltet waren, andere Kontexte. Und jetzt müssen wir das mit denen auswerten. Was heißt das eigentlich, diese Erfahrungen, die sie da gemacht haben? Und das wird da müssen wir auch in den nächsten Paketen andere experimentelle Programme haben, die eher darauf zugehen, wie können wir da Dinge übernehmen, machen und was wird von den jungen Menschen da zurückgemeldet. In puncto Verselbstständigung, die jungen Menschen hatten weniger soziale Beziehungsräume. Das ist, und andere, sie haben auch andere gestaltet. Aber das müssen wir sehen, das müssen wir wieder öffnen. Und wir sehen auch in vielen Formen, dass wir, die Kollegen haben ja Deinet und Sturzenegger in Nordrhein-Westfalen auch diese Studie gemacht und vom Wiederaufbau der Kinder- und Jugendarbeit gesprochen. Ob jetzt Wiederaufbau ist wichtig, ist, es ist viel weggebrochen und auch Zugänge weggebrochen, auch Selbstverständlichkeiten und Routinen. Es ist auch ein Erzählen des Weitergebens von Wissen, da ist ein interessantes Jugendzentrum etc., ist weggebrochen.
Wir müssen also nochmal neu wieder zeigen und auch niedrigschwellig die jungen Menschen abholen. Wir wissen das aus Vereinen und anderen Kontexten. Da ist etwas unterbrochen worden und dieses Unterbrochen führt auch zu einer Informationsunterbrechung unter den Peergroups, unter den jungen Menschen, was gut ist. Und das müssen wir erstmal wieder herstellen, diesen Bruch der letzten 2 Jahre, um die jungen Menschen zu erreichen. Und Jugend bedeutet auch immer Pläne machen. Das ist uns auch deutlich geworden. Das ist ein Teil dessen. Und junge Menschen haben zu Teilen intensiv gelernt, die gerade in Übergängen waren, dass sie Pläne revidieren mussten. Oder dass sie sagen, oh, das klappt ja sowieso nicht. Wir müssen also den jungen Menschen wieder mit ihnen nicht irgendwie leere Versprechungen machen, aber mit ihnen planen und sehen, wie man damit umgeht und wie man da auch mit ihren Frustrationserfahrungen umgeht, dass sie das nicht zu einem kollektiven Frust wird, dass bestimmte Dinge gar nicht gingen und so weiter, sondern das ist Teil von Jugend. Jugend ist die Phase, in der man die meisten Pläne sehr wahrscheinlich macht, die meisten auch revidiert. Hier wurde es aber anders in dieser Phase, dass es nochmal eine ganz andere Form von Revidieren von Plänen kam. Das müssen wir bearbeiten. Und wir müssen auch gucken, wo die Orte der Selbstpositionierung sind. Sie möchten sich mehr beteiligen an den Dingen. Sie möchten das tun, so melden Sie es uns zumindest zurück. Und jetzt müssen wir uns auch fragen, auch was lernen wir? Wir haben gesehen, Beteiligungsstrukturen sind nicht krisenfest. Was lernen wir daraus? Wie können wir die krisenfest machen, in den weiteren Kontexten das anzugehen und dort auch neue Formate zu finden? Das heißt, nicht alles muss jetzt digital werden. Auch das Digitale müssen wir jetzt analog digital rahmen, um das mit den anderen Formen zu relationieren. Kurzum, jetzt mit jungen Menschen die Infrastruktur und Bildungswelt neu gestalten, ist, glaube ich, das Credo. Nicht irgendwann später, Lessons learned, sagen viele, was lernen wir aus Corona? Und dann machen wir erstmal wieder lange Arbeitsgruppen und sagen, oh, in 2 Jahren kommen wir zu dem Ergebnis, wir sollten junge Menschen mehr beteiligen. Sondern jetzt. Das ist ganz einfach. Vielen Dank.